Also ich habe mir jetzt ein paar solche Blätter aufgezogen, alle mit dem gleichen Papier. Das ist ein 160 Gramm Papier, also nicht so ganz dick, aber auch nicht so ganz dünn. Und dann habe ich noch hier lose Blätter. Und die kundiere ich jetzt alle, weil ich nachher testen will, wie diese verschiedenen Flüssigkeiten da drauf wirken. Deshalb kundiere ich die Platten jetzt alle in der gleichen Art und Weise. Und zwar möchte ich da eine relativ farbenfrohen Untergrund machen. Dazu mische ich ein bisschen Rot und Rot und Gelb. Das gibt dann Orange. Und habe das hier auf meinem Pinsel drauf. Und ihr seht schon, das gibt so richtig leuchtendes wie Feuer. Ich mag jetzt auch gerne noch ein bisschen mehr Gelb in der Mitte haben. Und ihr seht schon, ich habe auf meiner Palette noch Grün und Blau. Es ist nur so, wenn ich Grün und Orange mische, dann wird es ziemlich braun alles. Ich mag jetzt gerne einfach so ganz leuchtende Farben haben. Und deshalb habe ich hier noch ein bisschen anderes Gelb. Und das ist Grün. Und das nehme ich jetzt hier an die Seite. Und habe dann so ganz, ganz helle Farben. Aber ich mische das nicht komplett durch. Kann das ein bisschen flüssiger machen, nur bei dem Papier sollte man nicht so viel Flüssigkeit haben. Das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu viel Farbe unten drunter. So, jetzt nehme ich die andere Seite noch mit ein bisschen mehr Gelb. So, und in der Art mache ich mir jetzt mehrere Blätter. Gleichen Klebeband, einfach dass ich dann die gleichen Voraussetzungen habe für mein Experiment. Hier habe ich jetzt noch Papier grundiert. Das kann man verwenden für die Folientechnik. Und habe auch noch andere Malgründe vorbereitet. Und man kann sie aber auch genau die gleichen Papiere kann man für die Tropftechnik verwenden. Und deshalb ist es auch gut, wenn das andere trocknet, während das andere trocknet, kann man sich gut noch weiteres Papier vorbereiten. Oder auch andere Malgründe noch keilrahmen.